Morgen, Käsebrotfreund. Schönen guten Morgen, Tipsche. Hallo, liebes Publikum. Hallo, Welt. Hallo, Sonne. So, ein neuer, wunderschöner Millionär-Minecraft-Tag bricht an. was machen wir heute Spannendes? Kieswege machen wir weiter, Käse. Oh Gott, hier ist ja gar keine Fensterscheibe. Was? Jetzt wäre ich hier fast rausgefallen. Ja, das hatten wir doch schon mal. Also kommt, Tim, der ist jetzt hier, ne? Jetzt machen wir hier mal Nägel mit Köpfen mit und ohne Köpfe. Fensterscheibe ein, meinst du? Ja, oh, ich habe ja Hunger. Hast du auch Hunger? Nee. Haben wir schon gefrühstückt? Machst du Kaffee? Ich hab dir einen Pumpkin Pie gemacht, Käse. Ach nee, du hast mir einen gemacht, ich habe dir aber einen aufgehoben. Du hast auch noch einen. Ja, lecker. Und dazu noch ein Steak oben drauf und dann einen Porkchop, naja. Okay. Passt auch. Huber. So. Wo ist Sand? Da ist der. Hier haben wir noch ein Glas. Das ist ja prächtig. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich mache mal ein bisschen Glas. Oh, wir haben hier 9 Gold-Ingots. Ja, das ist ja. Hä? Ach so, Sand. Ach, Käsebrot. Käsebrot. Voll Video. Gold-Ingots. Zack. Ach, ja, machen wir mal so. 9 Gold, ja super. Willst du ein bisschen mal so ein Stack Eisen da reinwerfen? Ja, ich bin schon dabei. Ah ja, okay, weil da haben wir ja inzwischen, wir sind ja reich und wir so. Wir sind ja so reich. So, rein damit. Ja. Schmörgel dich mal schön hier durch irgendwie. So, wo bist du, Käse? Du bist schon raus. Ja, ich bin voller Tatendrang und stehe hier vor. Und ich habe einen Pumpkin Pie dabei. Okay, ich laufe dir einfach mal hinterher. Ja. So. Okay. Hier, schön den Weg entlang laufen, ne? Ja, ich guck mal wieder dieses Scheiß. Ach, Mann. Naja, da hast du doch immer was, worüber du dich ein bisschen ärgern kannst und woran wir uns erinnern. Da, nämlich den Golem, die Golem-Folge. Ja. Und die Golem-Folge, ja. Das ist ein Golem zu viel, ja. So ist das halt nicht. Was geht denn hier mit deinem kleinen Gekühe ab? Wie schaut's hier so aus? Mädels. Boah, Alter, die vermehren sich ja hier ohne Ende. Das sieht ganz gut aus. Das ist ja auch noch hier schief und müsste es eigentlich nicht. Reicht es nicht, wenn. Das war jetzt eigentlich. Naja. Reicht es nicht, wenn. Ja, genau. Was machst du denn da? Ach, ich will diesen Wassergraben so ein bisschen ein. Der müsste. Der macht doch eigentlich. Wie viel macht denn der? Macht der dich 9 auf 3 auf 3 oder 9 auf 9 irgendwas? Hab ich vergessen, ja. Wir werden es ausprobieren, ja. Werden wir dann sehen, was hier so passiert, nicht wahr? Ja. Und okay. Wenn alles kaputt geht, den Bach runtergeht, dann. Platz da. Was machst du denn hier? Große Share-Aktion. Ja, gut, ja. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Ich guck mal, ob hier unten noch ein bisschen Gravel drin ist. Hier müsste. Genau da müsste. Ach, Entschuldigung, die Damen, darf ich mal. Schippe dabei. Da müsste eigentlich was am Start sein hier, ja. Und puff. Danke. Und? Ich sehe hier keinen Gravel. Doch, hier muss irgendwo. Ich sehe gar nichts, ehrlich gesagt. Doch, hier unten ist doch Gravel. Hier ist doch alles voll. Oh, Timsche. Ach, darunter. Ja, hier ist. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, sieh mal einer an. Da bin ich vorbeigehuscht irgendwie. Fliegt vorbeigehuscht. Ja. So. Eieiei. Okay, wir machen wieder top spannende. Naja, Klötzchen klatschen halt, ne? Ja, ein bisschen Kies. Zum Glück sind heute keine Fledermäuse unterwegs. Ja, die können ja froh sein, ja. Bei so einem Typ wie dir, der hat ja keine Gefangenen. Nee. Alter Schwede, das ist ja schon ein bisschen krass, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da nicht zufällig ein paar Abonnenten verloren haben, weil du so ein alter Vogel-Flieder-Hass-Typ bist. Naja gut, es gibt ja durchaus Flederliebhaber, ja? Ja. Man trifft sie Freitagabends in diversen Diskotheken. geheimen Flederclubs. geheimen Flederclubs, ja. Was siehst du denn hier? Gäste? Freunde? Ja, irgendwelches Pfeilgesochse. Ja, wir waren hier vor ewigen Unzeiten mal drin, nicht wahr? Weißt du noch? Und dann haben wir uns verpisst, weil wir Schiss gekriegt haben. Haben uns eingestuhlt und haben nach unserer Mami gerufen. Aber sie kam nicht. Also ich habe nicht nach meiner Mami gerufen. Oh doch, ich erinnere mich noch gut. Ja. Du hast Panik gehabt, ja? Ich habe Panik gehabt. Ja, wirklich. Ich weiß echt noch ganz genau, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben Panik gehabt. Ich habe noch nie Panik gehabt. Komisch, die Eisenschaufel geht voll schnell den Bach runter, ey. Die soll mal hier ein bisschen länger funktionieren. Gravel doch hier nur ein bisschen rum, ey. Puff. Ja, die ist halt Speed und so, ne? Die braucht halt nur einen bei Sand. Deswegen nicht einen. Was hab ich denn? Ich habe auch eine, ja? Ne? Deswegen investiere ich da immer gern ein Eisen. Weil die halt nur eins braucht, statt zwei. Ja. Wie das mit der Steinschaufel so ist. So, eigentlich haben wir jetzt genug. Hier ist noch ein bisschen Köhler. Guck ich mal. Ich bin schon auf dem Weg nach draußen. Ah, jo. Okay. Ich hab, 70, 75 oder Ja, wir haben massig.
Mastik haben wir da. Total genug, das reicht schon. Wunderbar. Uiuiui. Meinst du, das reicht tatsächlich bis zum bitteren Ende? Oh ja. Nein, ja. Ja. Ja, ja, doch, ja. Ich bin mir sicher. So optimistisch. Ich bin total optimist. Optimist. Okay. Ja, doch, ich glaube schon. Und wenn nicht, dann wissen wir ja, der Gravel ist nicht weit. Ja, das stimmt. Dann, ein Katzensprung. Ein Gravelsprung. Ein Gravelsprung. Ja, oh. Genau. Okay. Damit wir hier ein bisschen... Was machen wir denn danach? Wollen wir mal hier in das Ding reingucken, in das Bumm reingucken? Ding? Bumm? Ha? Wovon spricht er? Naja, in den Tempel. Ach so, der Tempel. Du lieber Gott, den hatte ich ja ganz... Ganz aus den Augen verloren. Den hatte ich ja schon ganz vergessen. Vor ja. lauter Wüstenreparatur-Anfällen, die du hattest. Ja gut, ja, das will natürlich auch mal gemacht werden, nicht wahr? Ja, denn... Das habe ich echt vergessen, ja. Den Tempel. Ja gut, da gibt's bestimmt ordentlich Loot, ja. Das lohnt sich bestimmt. Dann gehen wir da doch mal rein danach, oder? Ist so weit unten warst du hier. Da sehe ich einen Erfahrungspöppel. Ja, da habe ich irgendeinen verhauen. Ja. Ah ja, ja, Tim schon da. Jo. Alter Grobian. Nein, ich bin kein Grobian. Ah, du bist ein Mann fürs Grobe. Der hat mich hier von hinten... Der hat zuerst gehauen. Ja, ja. Ach so. Naja, dann. Kein Spaß. Ja, ja, dann muss man... Hä? Verlaufen? Ja. Nee, doch. Ja. Sofort das Ganze retournieren. Ja, ja, klar. Ich meine, wer... Wenn einem jemand so einen Pfeil in den Rücken schießt irgendwie, das kann man nicht... Wenn er die Klappe aufreißt, der muss natürlich auch kassieren. Was eigentlich hier mit diesem hässlichen Ding hier? Das nervt mich, weißt du? Welches hier in Ding? Der Landschaft, hier dieses zerrobte Haus, das brauchen wir eigentlich jetzt wirklich nicht mehr, oder? Na, aber vielleicht kommt der Besitzer irgendwann noch zurück, ne? Ach so. Meinst du? Ich glaub's nicht, aber... Ich glaub's auch nicht. Wer weiß das schon genau. Ja gut, wissen tut man es nie, ja. Im Zweifelsfall müssen wir es ja dann wieder aufbauen, wenn er jetzt kommen wird und sagt, hier, Freunde, jetzt sonst hole ich meine 12 Brüder und dann gibt's Dresche. Ja. Dann müssten wir das uns überlegen. Das wäre nicht so cool, ne? Ja, das wäre im Fall ein bisschen blöde, ja. Obwohl, ja gut, wir sind ja auch harte Typen, nicht? Ja. Also dann kann er sich halt, dann muss er, ach so, du willst hier, habe ich wir jetzt... Wir haben ja schon mehr Zombies irgendwie niedergemacht, als irgendwie in, was weiß ich, Walking Dead überhaupt auftauchen irgendwie, ja. Und ja. Da ist ja die halbe West- und Ostküste irgendwie auf Wanderschaft, ja. Da ist alles und überhaupt. Was mache ich denn? Muss ich hier die wenigen Brains irgendwie reinzutun, ne? Ja, ja. Total. Brains. Ach ja. So, willst du jetzt eigentlich hier, ne? Ah ja, doch, bist du. Okay. Okay, dann schachte ich mal hier so blöd zu dir. Ich komme, eilig fliege. Du bist schon ein wenig wieder entgravelt. Ehrlich? Ja. Ja gut, du hast ja noch ordentlich geplatziert. Geflastert, wie der Fachmann sagt, ja. Shitty. Und dann hier noch ein bisschen und da und dort. Und ach Mann, ich hab's ja nicht drauf hier. Nee? Nee, also wirklich nicht. Da müsste jetzt eigentlich hier... der ist halt... ne? Sagst du auch die Tilte Waldemar? Die stimmt mir zu. Also weißt du, was ich mal, komm doch mal her, oh Timsche, wenn wir das ja. jetzt nämlich, so wie die auf die Treppe, ne, die Treppe ist ja 2 breit, also wenn wir den hier, oh, ja, genau, so schon mal nicht. Na, so, also müsste jetzt eigentlich auch 2 breit sein halt, oder? Oder wir machen ihn 4 breit, oder wollen wir ihn 3 breit und dann passt es aber nicht so ganz, wenn man hier so... Ach, auf Schuhe läuft. Wie, das ist Wurst? Bist du verrückt? Jetzt hier, kommst du hier jetzt, also wirklich? Wirf mir mal noch ein bisschen Gravel zu, über die Details machen wir uns später Gedanken. Ach so, du meinst hier eine Schwätze Schaffe. Wo bist du? Da, okay, bitteschön. So. Merci. Okay, na gut. Dann. Also sei da einfach kreativ, ich pflaster hier ein bisschen, ne? Okay, kreativ. Ich gehe mal kreativ gucken, was der Freund so braucht. Genau. Vielleicht können wir bei dem auch... Was will er denn? 6 Wolle habe ich zufälligerweise... Ich glaube, die graue will er nicht, der Kackvogel. Der Alte. Was baust du gerade? Maison du Garde? Okay. Finde ich gut. Ein Wachhäuschen? Ein Wachhäuschen baut er. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Die Taverne und die Forge. Okay. So, Mutti, wo bist du denn? Hä? Komm doch mal rein. Will der jetzt eigentlich noch das Schwert von mir, der gute Mann?
Jetzt mal schauen. Reicht das jetzt? Ach, fuck, ernsthaft, oder? Die wollen echt nur weiße Wolle, die Typen, ey. Ihr seid doch echt mal... Ihr seid mir so Brüder. Was ist denn der Heiner? Gott. Nee, Tim, die Quest ist schon lange durch. Ja? Ja, ich glaube, die ist schon längst... Meinst du, die sind jetzt sauer auf mich hier so? Ja, im Fall haben wir jetzt ein bisschen Ruf verloren. Ja, das kann schon sein. Aber ich hab's ja versucht. Es war, wenn, dann war es ein Bug. Ja, schon, ja. Also uns trifft keine Schuld. Nee. Ich finde auch, wir haben alles gegeben eigentlich, ja. Vom Allerfeinsten. Durchaus. Puff. Okay, dann wird's jetzt doch 3. Zumindest hier. Naja, mal sehen. Es wird übrigens Nacht, ne? Ja, ich merke schon. Aber ich habe noch 6 Stück, die will ich eigentlich gern noch kurz hier in die Erde bringen. Was ist hier für ein Sheet eigentlich, bitteschön? Das geht ja nicht. So, da ist ein Impuls. Okay. Ja, machst du mal. So, jetzt bin ich entgravelt. Entgravelt, das ist doch schön. Der Weg ist fast fertig. Juhu! Zu 95%. Haben wir schon jemals irgendwas wirklich so richtig fertig gemacht? Nee. Ich glaube auch nicht, gell? Uns gegenseitig, ab und zu. Ja, gut, ja, mit gepflegter Regelmäßigkeit, ja. Da sind kleine Vögelchen da unten. Was ist denn ein Vögelchen? Ja, Zombievögel, untote Zombievögel. Dieser Baum, der missfällt mir hier. Der steht mir hier zu nah am Wald, also am Weg, am Waldweg. Der Baum? Ja, weil der kann sich halt irgendwie ein böser Unhold hinter verstecken und wir sehen ihn gar nicht. Und dann kommt er vor und macht BOOM und dann ist unser Weg im Arsch und da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen, ja, von dir reden wir. Dir und deinesgleichen. Puh, die explodieren doch gar nicht, Käse. Ja, die nicht, aber... Ich finde es ja schade. Wir sollten es mit dem Most Creatures irgendwann nochmal ausprobieren, weil... Most Creatures. Ja. ja, sollten wir ja. Also wenn die 1.6 kommt oder so, können wir das ja mal ausprobieren, nicht wahr? Weil es ja eigentlich schon ein bisschen... Also ich vermisse das Panda-Gebär und so, ne? Der Panda, ach, der war so putzig, ja. Der da auf seinem Poppes saß, gell? Ah, Mistvogel, stirb. Mist. Ach, jetzt hier zu zweit auch noch, oder was? Zu dritt, ihr riesen Schweine. Oh, entschuldige. Das hat mich gehauen. Ich hab dir versehentlich Friendly Fire, ja. Oh, hinter dir. Vorsicht, 2 gleich. Ah, ja, alles gut. Alles im grünen Bereich? Ja, alles tipptopp. Sehr schön. Okay. Und vorne kommt auch noch einer. Oh, jo. Solenburg, gell. Sonst alles gut, ja. Ja. Okay. Was machen wir eigentlich mit unseren Diamanten, Timsche? Ich hab keine Ahnung. Ich bin mir auch noch etwas unschlüssig. Ob wir mit den... Ich weiß nicht, also ich hätte ja schon gerne Enchantment Table, nicht wahr? Brauchen wir halt... Aber nee, es reicht eh nicht. Wir brauchen ja Obsidian dafür. Wir brauchen ja erstmal eine Pickaxe für Obsidianabbau. Oh, du lieber Gott. So, jetzt habe ich hier deren Liebesbestrebung noch mal ein bisschen angeheizt. Oh. Okay. Wo bist du, Käse? Ich bin hinter dir. Da kommt ein kleines Skelett angeflogen. Stirb. So, gut. Bist du vollgestopft mit Pfeilenkäse? Ja, das habe ich gerne so, weißt du? Akupunktur und so. Ich verstehe. Das ist gesund. So, jetzt lass uns schnell pennen gehen und morgen geht's ab in den Tempel und dann gucken wir mal, was da Sache ist. Oh ja. Ach so, ja, morgen schon, direkt. So. Naja, Straße ist fast fertig, da fehlen nur noch 2 Blöcke. Oder wir produzieren noch ein bisschen Wolle und geben den Heinern da noch ein bisschen Gewöll. Ein bisschen Mausgewöll? Ja, was ist denn hier los? Voll die Party. Mann, du schlechte Aber Logik jetzt hier so mit dem normannischen Breitschwert, da passiert da nicht mehr viel. Ja, da kannst du so drauf prügeln. Junge. Oh, jetzt fällt mir noch was ein. Was denn? Seed and Ties. Haben wir ein bisschen Kaktus. Oh yeah. So, weg mit dem Schlumbi. Weg mit halt dem da und dem da hier. Und was machst du denn? So, jetzt, was macht der Käse? Was macht der da? Einen kleinen Kaktus macht er da. Vielen Dank, oh Dax. Vielen Dank, sag ich da nur. Ach, wunderprächtig. Ah, oh, du hast einen Kaktus gemacht. Irgendwie sieht der scheiße aus, warum? Ich weiß nicht, hast du keinen schönen Kaktus gemacht jetzt, oder was? Also mir sieht der ein bisschen blass aus, der Kaktus. Der sah doch auch schon hübse aus. Hübser? Naja. Der ist schön genug. Ja? Ja. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt wieder ein Kaktus, ne? Sieht aus wie ein riesiger Dildo oder so.
Keine Ahnung. Also nicht, dass du nachts auf dumme Gedanken kommst. Nein, das ist nicht meine Liga gewesen. Hilfe.